Auf Regen folgt Sonnenschein. Dieses Sprichwort fasst die diesjährigen Kreismeisterschaften der Nachwuchsschützinnen und Schützen wohl bestens zusammen. Bei der Generalprobe für die anstehenden Landesmeisterschaften gilt es natürlich, ein möglichst gutes Ergebnis zu erzielen. Zunächst muss man sich aber mit dem Regen arrangieren. Es war am Anfang sehr schwer wegen dem Regen. Dann wurde es sehr heiß und windig auch, aber es ging. Egal ob beim Recurve, Compound oder mit dem Daumenring, man macht einfach das Beste draus. Und hier greift das Motto, es gibt kein falsches Wetter, nur falsche Kleidung. Mit Regenjacke, Stiefeln und Schirm geht es zum ersten Durchgang. Und zum Glück klart der Himmel nach kurzer Zeit dann auch wieder auf. In der zweiten Hälfte des Wettkampfes, da wurde das Wetter ja besser, es wurde richtig warm, schön sonnig, aber eben auch stärkerer Wind. Und das ist dann auch wieder eine große Herausforderung. Geschossen werden bei den Kreismeisterschaften 2x6 Passen. So werden Siegerinnen und Sieger ermittelt. Die besten 4 Schützinnen und Schützen der jeweiligen Altersklasse schießen anschließend im Finale um den Kreispokal. Mittendrin Ben Greive. Für den Schützen des Nachwuchskaders des DSB läuft es heute richtig gut, trotz des starken Windes. Ich habe probiert, mich weiter auf meine Technik zu konzentrieren und mein Bestes zu geben. Wenn der Wind kam, habe ich probiert, so gut wie es ging anzuhalten, was manchmal besser funktioniert hat, manchmal ein bisschen weniger. Aber ich denke, es war trotzdem recht gut. Greive kann auf heimischer Anlage nicht nur die Qualifikationsrunden für sich entscheiden, sondern auch das Kreispokalschießen. Das sind gute Voraussetzungen für die Landesmeisterschaften. Etwas mehr macht der Wind dagegen Frieda Janke zu schaffen. Erst vor wenigen Wochen stellte sie in Hamm einen neuen deutschen Rekord auf. Heute ist der Wettkampf aber etwas mühseliger. Da ich da auch viel überlegt habe, ob ich jetzt ins Gold zielen soll oder anhalten soll, weil der Wind natürlich Abtrieb auf den Pfeil haben kann. Und da habe ich gesehen, dass ich da definitiv nochmal probieren muss, das besser einschätzen zu können. Aber ich finde, ich habe einen ganz guten Wettkampf gemacht. Das auf jeden Fall. Denn mit dem 3. Platz nach der Quali-Runde und dem 2. Platz im Pokalschießen hat sich Frieda ebenfalls erfolgreich für die Landesmeisterschaften qualifiziert. Alle Siegerinnen und Sieger sowie Teilnehmende der Landesmeisterschaften findet ihr wie gewohnt auf der Webseite des SVBB. Bei den Landesmeisterschaften muss dann aber alles passen, denn dann geht es ja auch um die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften in Wiesbaden. Jetzt war es eigentlich nochmal eine Möglichkeit, eben genau solche Bedingungen üben zu können und seine Vorbereitung vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen ernster zu nehmen. 3 Wochen bleiben den Nachwuchsschützinnen und Schützen also, um sich auf die Landesmeisterschaften vorzubereiten, die dann am 13. Juli ebenfalls auf dem Gelände des BSCBB ausgetragen werden. Nach den Kreismeisterschaften sollte man nun aber bestens auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Ein zweites Wetterchaos bleibt aber hoffentlich aus.